Also, das ist alles nicht so schlimm. Sie geben mir die Nummer von Ihrem Freund und ich rufe jemanden an, der ihn dann besucht. Ganz einfach. Wenn er nicht zuhört, wird irgendwas in der Wohnung kaputt gemacht. Was Kleines. Für den Anfang. Wenn er dann noch immer nicht zuhört, wird irgendetwas Größeres kaputt gemacht. Und wenn er dann noch nicht zuhört, dann wird er kaputt gemacht. Bis. Wie viel würden sowas kosten? Das hängt davon ab, wie viel man kaputt macht. Ich überleg mir das.